Das habe ich auch nicht verstanden. Völlig bescheuert. Die Aufnahme. Oder nur ein kurzes Stück, dass ihr mal checkt, ob der Hall für euch gut ist, ob das angenehm ist. Ja. 101, 102, wenn du diesen Sekundenlauf aufwärts hast, Vorsicht, da stehst du ein bisschen. Jetzt habe ich es, warte. Wäre ganz gut, wenn wir nochmal... Ja, machen wir doch Takt 58. 1 und 2 und. Können wir gerade bitte die Orgel noch mal checken? Das war immer noch. So ist gut. Also. Okay. Hat da irgendwas gewackelt vielleicht oder so? Oder war halb drin oder sowas? Gut. Wenn diese Bam, Bam, diese schreitenden Akkorde aufwärts kommen, zu den Synkopen der Trompete, ich finde die jetzt ein bisschen zu grob im Klang. Also gerade fand ich es irgendwie plötzlich sehr, sehr massiv. Ich weiß, das ist Forte. Wenn ich kurz was sagen darf, also was das Allerwichtigste ist, sind die letzten 4 Sechzehntel und die müsst ihr über die Ohren machen. Ist alles eine Frage des Aufwands, des Zeitaufwands natürlich. Weil es ist halt, immer noch, wenn wir nur die Viertel immer haben, es ist immer noch, es ist schon sehr viel besser, als wir das jemals hatten und sowas. Aber es ist immer noch so, dass wir manchmal leicht nach vorne fallen. Ja, natürlich. Achtest du dir Irdenpracht, dir Irdenpracht. Noch einschalten. Eine virtuelle Ebene im Raum und an der, und jetzt war ich gerade im rechten Winkel orthogonal dazu und deswegen ging der Ton weg und damit kann es ja halt noch präziser. Zieh die Lieder dann schaffen Haar. Wer die ganze Welt erhält, die ganze Welt erhält. Vielen Dank. Super. Ja, weniger wackeln. Es klingt voll, als wäre da 20, 30 Leute gesessen und halt die alten Bretter so und das haben die jetzt mit iPads gespielt. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Das ist doch ultra krass. Achtest du ihr Irdenpracht, ihr Irdenpracht.